Moin Leute, was geht? Willkommen zu Need for Speed Heat. Ja, ich werde ja zum ersten Mal das Spiel zocken. Alter, Digga, ich bin ultra gespannt. Ich halte das gerade in den Händen. Heute, ich sag's euch, ich darf es jetzt zwar nicht, heute nicht holen, aber heute ist der 3. November und ich bin ultra gehypt. ich weiß auch nicht, wann das Video hier wann ich das hochladen darf, keine Ahnung. Need for Speed Heat wird gezockt, ja. Das sind zwei Spiele, die ich verlose. Ich, wie gesagt, kann das sein, dass das Gewinnspiel jetzt schon vorbei ist. Wenn es noch nicht vorbei ist, könnt ihr noch dran teilnehmen. Müsst ihr auf Instagram gucken oder so. Ja, ich bin echt gespannt, Leute. Wir werden uns jetzt zusammen den Anfang von Need for Speed Heat angucken. Ich bin echt gespannt. Also, Digga, was soll ich sagen, ne? Ey, ich hatte mir eigentlich die Deluxe Edition hier schon bestellt im Store. Kann man auch, glaube ich, hier sehen. Da bekommen wir ein paar Special-Sachen, aber ich glaube, die Vorteile können wir jetzt noch nicht nutzen. Ne? Man sieht, ich kann das hier erst in 4 Tagen runterladen. Ich habe ja die CD, deswegen brauchen wir das nicht. Pfeife ist schon am Start, ja, wisst ihr Bescheid. Alles vorbereitet. Oh ja, man, Need for Speed Heat. Das sieht schon mal richtig geil aus, das Bild. Ich bin gespannt. Digga, mach! Oh, bitte nicht so lange Ladezeit wie bei Payback, Alter. Oh, jetzt! Oh, oh! Wenn wir jetzt einfach mal weitergehen, weil lesen wir uns jetzt hier alles durch, logisch. EA. Ghost. Frostbite. Alle in diesem Videospiel dargestellten Ereignisse dienen lediglich der Unterhaltungszwecken. Oh, ich kann nicht so schnell lesen. Schwierigkeitsgrad. Also ich vermute, du kannst auf schwer easy machen, aber wir machen auf normal. Mit EA verbinden. Was so gut ist vor dem Release, weiß ich noch nicht, aber... okay. Oh. Brudi, wir sind drin. Was können wir jetzt hier machen? Online spielen, Solo spielen. Party können wir noch nicht erstellen. Wird durch die Kampagne freigeschaltet. Okay. So, Solo spielen, let's go. Level 1, kein Cash. Oh Mann, ey. Ah, der berühmte Ladebalken. Wer kennt ihn nicht von Payback? Er bewegt sich genauso langsam wie vorher auch. Oh Mann, ey. ...2000 Jahre später. Ah, jetzt geht's los. WFFL 600. Der Speedhunter Showdown ist wieder da. Palm City ist ein weiteres Mal Gastgeber der wichtigsten Rennsportveranstaltung des Staates. Jeden Tag werden tausende begeisterte Fans darauf hoffen, die leistungsstärksten Sportwagen der Welt in Aktion zu erleben. Genau, das sind diese offiziellen Rennen, ne? Wenn die Sonne untergegangen ist, verwandelt sich die Stadt schnell in deutlich gefährlicheres Terrain. Jetzt wird's illegal. Willkommen in der Welt des Street Racing. Eine Underground-Szene aus Draufgängern und Speedfreaks, die sich ohne Rücksicht auf Verluste über Regeln und Gesetze hinwegsetzen. Verantwortlich für die Bekämpfung dieses Problems ist Lieutenant Frank Mercer vom Palm City PD, Leiter der neu gegründeten Highspeed Task Force. Street Racing hat nichts auf öffentlichen Straßen verloren. Erinnert euch an meine Worte, wenn ihr da draußen seid und bei solchen Aktivitäten... Zur Grafik muss ich jetzt schon mal ein paar Sachen sagen. Achtet mal auf die Marke von dem Typ. Die wackelt so die ganze Zeit ein bisschen, ne? Wenn ihr aufs Gas tretet, dann werdet ihr euch wundern. Denn wir greifen hart durch. Wir schnappen jeden von euch. Ah, mich nicht. Glaubt mir. Nee, mich nicht. Vor uns gibt es kein Entkommen. Man sieht jetzt schon, das ist so ein bisschen die Payback-Grafik, ne? Palm City vor 5 Nächten. Ich komm schon klar. Oh, ich muss jetzt fahren, wa? Oh, 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 oh. Oh, wir fahren direkt in den Wagen. Scheiße, wie heißt der noch? Ich hab's vergessen. Das Tempo ist ganz schön heftig, Anna. Wir wussten, was uns erwartet. Bruder, ich komm erstmal gar nicht klar. Na los, Jungs. Was ist mit Nitro? Oh. Ey, ich hab nur einmal gedrückt. Ist komplett leer gegangen, Alter. Ah. Wir haben eine Nitroflasche unten, das seht ihr unter der KMH-Anzeige. Das ist eine Nitroflasche, die können wir anscheinend einmal leer machen und jetzt kann ich auch nicht mehr drücken, bis sie voll ist. Digga, was mit Windschatten? Wo ist denn der Windschattenboost hier? Scheiße. Shit, ich glaube, ich kenne den Kopf. Ey, ich muss mich echt mal kurz konzentrieren, ich kann gar nicht so viel sagen. Er bedeutet Ärger. Das hier wird ein Hauptgewinn. Ein richtig dicker Fang. Rudi. Ich muss direkt mal eine Sache sagen noch. Eventuell sieht das bei euch ein bisschen krisselig aus, das Bild. Das sieht bei mir auch so aus. Oh je. Nitro nochmal, let's go. Ja, Digga, das ist ja direkt leer, Alter. Was eine Scheiße. Nitro-Mischer brauche ich. Nitro-Mischer, extra Portion und pur. Von Section 2. Ja, Digga, wer ist er denn hier? Shaw. Muss ich den jetzt wegkicken? Du
Piss dich, Junge. Natürlich kann ich das. Mach dich weg. Oh, Junge, wie viele Bullen kommen denn jetzt hier? Gejagt von einem Kopf. Steht jetzt unten. Was mit dem Show? Oh, Digga. Boah, das Nitro muss ich erstmal noch gewöhnen, Alter. Handbremse ist Viereck, okay. Oh mein Gott. Geht der überhaupt kaputt hier, der Typ, Alter? Haut ihn ab. Och, Junge. Okay, wir sind schon mal auf jeden Fall Erster, das ist schon mal gut. Aber ich glaube eher nur, weil die anderen von den Bullen aufgehalten wurden. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll, Leute. Ich bin gerade ein bisschen noch geflext. Boah, Digga, diese Kamera. Alter Schwede. Ja, ja, ja. Ab durchs Ziel. Erster. Wir haben gewonnen. Der allerechte Zocker, Junge. Ich glaube, wir müssen noch von den Bullen abhauen jetzt, oder? Kann das sein? Oh ja. Der Kopf ist noch an mir dran. Ja, der ist noch an mir dran, richtig. Die Karre sieht so krank aus. Ich habe jetzt schon wieder den Namen komplett vergessen. Das ist ja diese komische Tochterfirma von Volvo, glaube ich, ne? Oh. Okay, die Karre ist platt. Hä? Ah, shit! Was hast du getan? Ich dachte, der ist da noch drin. Geiler Wagen! Der Wagen ist weg. Ja, wegen ihm. Nein, Shaw, das geht auf dich. Du wirst dir wünschen, nicht überlebt zu haben. Sowas überlebt keiner. Der Typ, ne? Dieser Stabile da mit den blonden Haaren, der kommt mir voll bekannt vor, irgendwie aus dem Film. Was macht ihr denn hier? Zeigen, wer der Boss ist. Shaw. Warte, warte, stopp! Hey, er sagte... Hier sind überall Kameras. Lass es. Was sind das denn für Bullen, Alter? So arbeiten wir jetzt also? Diese Crews müssen es lernen. Wer meine Einheit lächerlich machen will, wird dafür bezahlen. Frank, du weißt, das ist falsch. Also die Alte sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Nur wenn du auch einen Boten hast. Du verlässt die Stadt. Wenn wir dich oder einen aus deiner Crew nochmal hier sehen, dann endet ihr wie diese Karre. Kapiert? Steh auf. Erzähl es deinen Freunden. Hä, was sind das denn für Bullen, Alter? Die machen einfach so ihr eigenes Ding. Scheiß mal auf Gesetze oder was? Oh, die alte Motorrad, Alter. Läuft vor der. Finde ich ja schon frech, ne? Es gibt keine Motorräder in dem Spiel, aber die hat eins. Warum haben die das gemacht? Jetzt will ich auch Motorrad haben, vielleicht. Boah. Das ist ja auch geil, ne? Richtige Markenklamotten kannst du dir hier anziehen. Die alte hat Adidas an. Hat man gerade gesehen. Hey, was geile ist Karre. Passiert, Bro? Wo ist dein Wagen? Hey. Mir reicht's, Anna. Ich bin raus. Ich gehe zurück nach Ventura und Richie nehme ich mit. Aber wir sind eine Crew. Das waren wir. Alter, die kommt mir auch so bekannt vor. Was? Willst du jetzt nach Ventura laufen? Yep. Ja, ich lauf da mal rüber, gar kein Thema. Ich bin allein gestellt. Alter, sind das die Anfangswagen vielleicht, die ich mir aussuchen kann? Die Verbrechensbekämpfung auch ist. Oh, jetzt kommt er schon wieder, ey. Keine Frage. Doch in unserem Job geht es um mehr. Es geht um den Kontakt mit Ihnen da draußen. Wir hören uns Ihre Geschichten und auch Ihre Sorgen an. So erschaffen wir eine bessere Gesellschaft. So erschaffen wir für Sie eine sichere... Sorry, früh am Morgen höre ich mir nicht gern so eine Scheiße an. Alter, ich hasse es, das zu sagen, aber wenn du einen Wagen willst, der Typ, Alter, deinen Ausweis. Die Cops bestehen drauf. Ah, jetzt können wir uns erstmal aussuchen, wer wir sein wollen.
Ich muss das wahrscheinlich eh nochmal spielen, wenn ich die Deluxe Edition runterladen kann. Aber wir können ja mal gucken. Wir können ja mal irgendwas hier. Was haben wir denn hier? Namen haben die nicht, ne? Die heißen einfach so wie ich. Digga, man kann die aber schwer erkennen, Alter. Also eine Frau möchte ich jetzt nicht haben. Oh Mann, Alter, wen nehmen wir denn hier? Weißt du, mit ihm hier ganz links? Sieht doch nicht schlecht aus, oder? Digga, ich kann die echt kaum erkennen. Egal, wir nehmen jetzt einfach den. Passt er zu mir? Passt. Du bist nicht aus der Stadt, hm? Ich bin Lucas. Wie kann ich helfen? Man sagt, deine Karren hätten was drauf. Allerdings. Geht's um den Showdown? Ja. Ja, der Typ ist in Ordnung. Vielleicht nochmal neu einkleiden. Okay. Können wir gleich auch nochmal gucken. In den letzten Tagen war die Nachfrage echt riesig, deshalb ist gerade leerer, aber die hier sind noch übrig. Sie sind nicht überragend, aber echt gut. Sieh sie dir an. Vielleicht gefällt dir ja eine. Boah, das sind wirklich Anfangsfahrzeuge, Alter, die wir auswählen können. Wir können ein Ford Mustang nehmen. Jetzt muss ich, also ich habe die ganze Zeit gedacht, so Alter, die Grafik sieht echt 1:1 so aus wie ein Payback. Das jetzt gerade finde ich echt sehr cool, wie die Autos aussehen, diese Spiegelungen und so, ne, das sieht wirklich gut aus. So, was haben wir denn hier? Da war ein M3 E30, ne? So, dann haben wir einen Nissan. Ja, oha, Alter, was hat er denn für einen Motor drin, Digga? Aber wir müssen vielleicht auch auf die Leistungsstufe achten, ne? Guck mal. Hä? Der hat 129, 129, 129. Er hat einfach direkt schon 253, Junge. Scheiße, womit fangen wir denn jetzt an, Alter? Also da stehen auch die Leistungsangaben und wenn ihr mal da drunter guckt, da seht ihr noch so ein kleines Feld, wo Offroad, Rennen, Drift, Straße steht. Man kann die Autos, wie ich es richtig verstanden habe, wie man schon im Gameplay-Trailer sehen konnte, je nach Bedürfnis tunen, ne? Guck mal, der zum Beispiel, der Wagen ist eher geeignet für die Straße und für Rennen. Wenn der Punkt jetzt weiter oben wäre, wäre er eher für Offroad statt für Straße, ja? Mehr nach links ist mehr Grip wahrscheinlich und mehr nach rechts ist ein bisschen mehr Driften. Der ist gut ausbalanciert eigentlich, ne? Das ist eine Driftkiste, da hätte ich mir jetzt fast schon gedacht. Ich würde gerne den nehmen, aber was denn mit dem Preis, Alter? Ich glaube, wir nehmen einen E30. Der Beamer. Willst du ihn nehmen? Nee, Beamer möchte ich gerne, richtig. Umsonst oder was? Komplett umsonst? Das ist ein guter Wagen. Okay. Bin gespannt, wie er sich fährt. Ich kenne ein paar Leute beim Showdown. Kann dir ein paar Rennen klar machen. Und auch gleich überprüfen, ob der Wagen so läuft, wie er soll. Was sagst du? Digga, das Ding sieht aus wie neu. Klingt gut. Wenn der nicht läuft, weiß ich auch nicht. Okay, wir müssen uns jetzt ein Rennen aussuchen. Es funktioniert genauso wie in Payback hier, ne? Also wirklich, du kommst direkt mit der Steuerung klar, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall die Map, Leute. Es gab ja schon geleakte Bilder, dann gab es irgendwann mal offizielle Bilder. Ich glaube, ich hatte die ersten Bilder vor 3 Monaten, hatte ich dann, glaube ich, in meiner Instagram-Story mal gezeigt. Das ist auf jeden Fall die Map. Ich glaube, die ist nicht größer als im Payback. Ja, das ist die gleiche Größe, würde ich mal behaupten. Müsste man jetzt mal messen oder so. Ich habe jetzt keine genauen Daten. Allerdings ist hier ein bisschen weniger Wüste, somit auch mehr Straßen. Also auf jeden Fall schon cooler. Okay, wir haben nur 2 Rennen. Können das hier machen, das ist ein Rundkurs. Und das ist auch ein Rundkurs. Ich glaube, das ist scheißegal. Dann nehmen wir einfach das hier. Da ist ein heftigerer Auto drin. So, und jetzt raus. Oh! Bring den Wagen einfach in einem Stück an den Start. Digga, jetzt sind wir in Need for Speed Heat drin. Ich muss mich direkt mal kurz umgucken. Das sieht schon gut aus. All diese Trophäen, die da aufgebaut und ist damals so. Champion geworden. Oha. Von ihm habe ich finde den Standsound geil, aber der Typ laut einfach die ganze Zeit, ne? Ja, ich denke, das war er. Der Showdown ist eine riesige. Digga, kann er mal die Schnauze halten kurz? Audio, Gespräche. Nein, danke. Oh, diese Flamme aus dem Auspuff, Alter, haben die das geil gemacht, Alter. Der Sound ist echt anders, ne, als in Dingens, in Payback. Okay, warte, wir machen den Ton mal eben an. So, wo muss ich jetzt hier lang andersrum wahrscheinlich, ne? Ja, wie kann man denn die Karte hier? Ey, scheiße. Ach, Live-Tuning! Lol, es gibt Live-Tuning! Genau wie in Payback! Traktion, Digga, wie komme ich da hin? Ach, mit dem rechten Stick, Driftstil, Gas, Bremse. Keine Ahnung, muss ich erstmal alles irgendwann ausprobieren, ey. Digga, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ey, Mann!
Touchpad. Dulli, Alter. Okay, aber kann man die Karte größer machen? Kann man nicht irgendwie, ne? Keine Ahnung. Jetzt hier links, okay. Also, was ich jetzt schon... Digga, ich muss mir... Wir müssen uns auf jeden Fall irgendwann nochmal... Ich will jetzt nicht jetzt alles machen, weil sonst wird das Video zu lang. Wir müssen uns nochmal die Map angucken irgendwann, Leute. Mir gefallen viele Sachen gut. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Grafik ist... Die Grafik ist mir zu viel Payback irgendwie. Die Grafik ist mir zu viel Payback. Die haben ja auch, soweit ich weiß, die gleiche Engine benutzt. Und ich muss ehrlich sagen, das finde ich schade, Mann. Da fährt das gleiche Auto rum wie ein Payback. Ja, kenne ich noch. Den kennen wir auch. Ja. Man fragt sich halt einfach, was haben die 2 Jahre lang gemacht? Ja, haben die jetzt 2 Jahre lang eine neue Map designt oder haben die sich am gespielt? Keine Ahnung. Also, no joke jetzt, ne? Ich finde, das sieht echt aus wie Payback. Natürlich ist es eine andere Umgebung, aber hier müsste man so auf so Feinheiten achten, ne? Aber okay, damit kann man auf jeden Fall leben, denke ich mal. Okay, einfach durchfahren geht nicht so wie in The Crew 2. Ich glaube, wir müssen X drücken, oder? Hä? Digga, wie geht das? Komplett los. Ah, mit R1. Ja, ja, okay. Hey, Dex. Sei nett zu meinem Freund hier. Er fährt den Wagen noch ein. Wenn die Karre von dir ist, kann sie auch gleich geschrottet werden. Fährst du auch mit? Nein, Mann. Ich veranstalte auch Rennen für Anfänger. Digga, der Typ kifft doch. Kannst du mir sagen, was du willst. Ja, ja, du bist lustig. Super lustig. Überleg's dir einfach. Der redet einfach so monoton, ne? Oha, der ist hier weg, Alter. Sagst du, Radsturz ist am Schlüssel, oder was? Oh Mann, der Wagen war keine gute Entscheidung vielleicht. Viel Glück. Wir haben jetzt erstmal gar kein Nitro, weil wir natürlich auch gar nichts getunt haben. Scheiße. Oh, der driftet automatisch um die Kurve rum. Okay, du musst nicht bremsen. Was? Lenke und... Gut so. Lenke, was steht da? Plus drücke und... warum das denn? Die wollen nämlich jetzt zum Driften zwingen, oder was? Ja, die Karre ist so lahm, Arsch, da brauchen wir gar nicht bremsen. Hast du Motorprobleme? Auch wenn man sich so schnell bewegt, oder wenn man gerade in eine Kurve fährt oder so, und da viel Bewegung am Hintergrund ist, da sieht man einfach, wie verwaschen das ist. Und das ist genauso dieses gleiche Verwaschene wie in Payback, ne? Ach so, ich soll Gas geben und halten. Ach so, okay. Also, Need for Speed sagt schon, Digga, du brauchst ja nicht bremsen. Lenk einfach und gib Gas. Aber ich bin echt kacke gerade, Alter. Ist klar, ich muss erstmal jetzt hier ein bisschen klarkommen und die Steuerung. Bin jetzt so heftig an The Crew gewöhnt. Ich habe so lange kein Payback mehr gezockt. Boah, aber dieses Driften, ne? Jo, du kannst die ganze Bande einfach abreißen, gar kein Thema. Das wird eine ganz enge Nummer. Muss ich hier erster... Oh, warum driftet der denn jetzt? Muss ich hier erster werden? Piss dich. Oh, doch mal. Ach, lass mich doch jetzt mal hier. Digga. Nikita, was ist los mit dir? Und ich bin komm, fahr mal gegen die Palme hier. Die Karre ist so lahm, Arsch. Jalla. Ich hoffe, der dritte Platz reicht. Oh, Mann. Nicht übel. Ich glaube, du kommst hier klar. Okay, hat, glaube ich, gereicht. Ziel 3. 6.600. Ja, wären wir erster gewesen, hätten wir, glaube ich, 8.000 irgendwas bekommen. Ich war 8 Sekunden langsamer als der Erste. Was ist da los? Was ist denn jetzt? Sieht aus, als würdest du mit dem Wagen gut klarkommen. Könnt ihr das lesen? Nein. Oh, okay, ist jetzt eben. Investierst du dein Geld jetzt in ein Nitro-Kit? Ich habe leider keine mehr auf Lager. Aber du kannst dir eins im Tuning-Shop holen. Und ich baue es dir dann ein. Okay. Boah. Den Wagen hätte ich gerne. Der hört sich auf jeden Fall schon mal schneller an. Hose könnte enger sein, aber... Passt. Ey, die sieht süß aus. Ich höre euch da drin doch. Lass gut sein. Ist der hier von Lucas? Ja. Kennst du ihn?
Ja, doch schon. Er ist mein Bruder. Der gehörte mal mir. Hab mein erstes Rennen darin gewonnen. Er ist perfekt für jemanden, weiß ich warum, aber die gefällt mir. Alles klar. Weißt du vielleicht, was mit denen los ist? Oh, wegen dem Showdown gibt's in der Stadt kaum noch Teile. Sie halten sie zurück für Fahrer, von denen sie denken, dass sie es wert sind. Oh, das bin ich nicht. Okay. Der Rookie ist selbstbewusst. Dann beweis mal, dass du nicht nur rumlaberst. Da sag ich nicht nein. Gib mir dein Handy. Instagram geklärt, Junge. Nur eine easy. Möglichkeit, sich hier einen Namen zu machen. Easy Snack. Was? Das ist alles? Ich rufe ein paar Leute an. Halt das Ding griffbereit. Ich melde mich bei dir. Baufrei. Alles am Start, Digga. Läuft. Oh, die Karre, Alter. Oh, ich will den Wagen haben, Alter. Ich brauche einen V6. Anna, okay, komm zur Tankstelle. Ja, Digga, wer soll das denn so schnell lesen? Hey, während ich meine Kontakte anhau, kannst du schon mal zu den Keys fahren. Es gibt da eine Tankstelle. Da treffen wir uns. Oh, und ich habe dir eine App runtergeladen. Danke. Ist eine Art Polizeifunkscanner. Wir alle nutzen sie. Echt hilfreich, glaub mir. Die lädt mir eine App runter, oder was? Ja, ja. Aber wie er auch geantwortet hat, so, danke. Es ist so voll Payback, Alter. Es ist so einfach voll Payback. Ich hab deine Nummer von Lucas. Oh, hi. Wartest du schon lang? Nicht wirklich. Cool, dann mal los. Wo fahren wir hin? Am Strand so. Findet ein Rennen statt. Für die ganzen neuen Gesichter in der Stadt. Und dann fahren wir vorne, jalla. Folge Anna zum Strand, ja, okay. Ey, Digga, mit der Karre kann ich doch nichts reißen, Alter. Was soll ich denn jetzt machen mit dem Ding? Bieg hier links ab. Hier links abbiegen. Und du? Die nicht, oder was? Ah, man merkt schon, es ist nicht genau das gleiche Fahrgefühl wie ein Payback. Ein bisschen anders, glaube ich. Kann aber auch daran liegen, weil die Karre einfach ultra lahmarschig ist, ne? Digga, wie lahmarschig ist denn die? So noch langsam als ich. Wird Lucas auch da sein? Nein, der steckt unter irgendeiner Motorhaube. Er hat einfach keinen Mumm mehr. Ich finde das irgendwie ganz cool, wie das in der Nacht aussieht. Also da hinten so der Himmel da hinten und so weiter. Tja, Pech gehabt. Diese Anfänger kriegen von mir gleich mal einen Vorgeschmack auf die Speed Boys. Denkst du nicht, es nervt, wenn Typen wie du uneingeladen bei Rennen auftauchen? Wer auf diesen Straßen fährt, ist Freiwild. Hast du gehört, Greenhorn? Redet der mit dir? Und wie ich mit dir rede. Ich bin hier die Nummer de Uno. Vergiss das ja nicht. Hat er echt Numero Uno gesagt? Hat er. Also tu mir den Gefallen und besieg ihn, ja? Easy, Junge. Easy. Jetzt nach rechts. Wir sind okay, vielleicht nicht so easy, aber... Ah, nach rechts. Fahr das Rennen, dann reden wir. Ich tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel rede, ne? Aber ich muss erstmal die ganzen Sachen hier verarbeiten, so ein bisschen. Ich versuche dich während des Rennens zu filmen. Ich hoffe, du kriegst mein Heck gut drauf. Schieb ab, Kenny. Die Animation am Anfang, die gefällt mir schon gut. Ah. Das sieht einfach... Es ist, ja, ein modernes Payback, würde ich behaupten. Wir haben immer noch kein Nitro bekommen, denn das finde ich jetzt schon frech irgendwie. Oh, ja, ach so, Steinwand, gar kein Problem, weiß ich schon mal Bescheid. Steinwand ist nicht existent in dem Spiel. Oh, Digga, was sollen denn diese Lampen hier? Ach so. Oh, komisches. Naja, ist ja... Früher waren es Pfeile und heute ist nur so ein Lichtstreifen. Digga, wo fahr ich? Ey, Digga, ich kann gar nichts, Alter. Oh mein Gott, bin ich scheiße, Alter. Neckt mich fett. Meine Fresse. Digga, das Ding kommt auch nicht aus dem Arsch, ne? Was ist da los? Hier vorne wird's echt einsam. Ja, Brudi, ich krieg keinen Windschatten. Jetzt vielleicht. Jetzt kommt er. Da ist er. Vierter Platz, Junge. Da ist Nikita schon wieder. Lass mich vorbei, danke.
Oh, wer ist denn jetzt erster? Ist die alte, die Anna? Ist die erste oder was? Oder Anna? Keine Ahnung. Ich geh nicht vom Gas. Du musst mich schon überholen. Ja, Brudi, ich hab kein Nitro, Mann. Was soll ich denn machen? Die ist ja geil, ey. Ja, jetzt hab ich's raus. Ja. Herzlich willkommen zurück in Need for Speed, Freunde. Längst in die Kurve ein, Gas weg, Gas wieder drücken, driftest du rein. So wie man das kennt eigentlich. Ich weiß nicht, was sie da jetzt geändert hat. Ja, zweiter. Ich glaube, ich muss jetzt nicht erster werden, oder? Weil die Tante war viel zu schnell. Shots vom Rennen. Ich kann's gar nicht erwarten, sie zu posten. Yo, guck mal da. Gefallen dir welche? Jeder Einzelne. Ob die gegen mich fahren? Oha. 918 Spider. Ist das ein 458? Oder ein 488? Keine Ahnung. Die gibt's schon seit Jahren. Wenn der Showdown frisches Blut anlockt, tauchen sie auf und suchen nach neuen Talenten. Wer zu ihnen gehört, hat Zugang zu absolut allem. Geile Wagen, Rennen, Zubehör. Du fragst dich, warum wir jede Nacht hier sind? Das ist der Grund. Nice. Oh, es Regen, Alter. Es war fast drin, geil, kann man auch direkt mal aussehen, wie das aussieht hier. Mal schauen. Alle Einheiten, uns wurde ein Straßenrennen gemeldet. Das sieht ehrlich gut aus. Also das gefällt mir irgendwie fast noch besser als beim Tag, ey. Ich schick dir ein paar Orte, bei denen wir erstmal untertauchen können. Die Cops? Ja, wo muss ich denn hin? Achso, guck mal hier. Weiterfahren oder die Nacht beenden. Genau, das können wir ja jetzt immer selber bestimmen, ne? Lege eine Route zu einem Event fest, um weiterzufahren. Dann fahren wir in der Nacht jetzt natürlich erstmal weiter. Und machen unsere illegalen Geschäfte hier weiter. Oder wähle ein Versteck als Routenziel. Wenn du deine Nacht beenden möchtest, dann ja, kommen wir wahrscheinlich dahin und dann wird es Tag. Das können wir ja mal kurz probieren. Ey, ganz ruhig. Och, Mann! Fick dich, Junge! Er fährt mir rein. Und jetzt habe ich eine Verfolgungsjagd am Arsch. Digga, leck mich doch am Sack. Kann ich jetzt einfach ins Versteck fahren? Hey, ich nee, ne? Von einer laufenden Verfolgung gehört. Das bist doch nicht. Doch, das bin ich. Weil der Idiotensohn mir reingefahren ist. Ich hab doch extra schon gebremst, Mann. Ja, komm, fahr weiter. Tschüss. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten? Ich kann jetzt nicht ins Versteck, oder? Locker nicht. Ja, achso, die Palme geht auch kaputt. Achso. Warte mal. Muss ich jetzt nochmal hier ausprobieren. Lol. Kannst du die ganze Palme hier abreißen, Alter? Quatsch. Den Baum auch? Jo, der Baum geht auch weg. Bruder, die Karre ist zu lahmarschig, Mann. Entkommen! Ja, Wolski! Oh, warte mal. Oh, 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 nein. Nein. Ja, ja, ja. Fahr weg von mir. Puh. Digga, wenn du dich nicht auskennst in dem Spiel, ist es ein Krampf. Ey, guck mal, ich fahre jetzt hier ultra lahmarschig, ne? Wenn der mir jetzt wieder ankommt. Ah, okay. Wie schnell darf man hier fahren? 50? Okay, jetzt guckt er weg, scheiß drauf. Er dreht sich wieder um. Digga, warum? Ich stand doch nur rum. Ey, Brudi. Ah ja, Heatstufe ist gestiegen. Vielen Dank dafür. Oder ich will doch nur nach Hause. Kann ich doch nicht einfach so reinfahren? Schnell. Ach nein. Immerhin hat er keinen Killswitch, ne? Ich fahre jetzt hier so lange im Kreis, bis ich den Typ wieder los bin. Ja, guck mal, er ist jetzt schon verwirrt. Ich entkomme. Entkommen. So, jetzt. Lass mich jetzt hier reinfahren, Junge. Ja! Oh! Nicht schlecht für die erste Nacht. Und du hast noch viele weitere vor dir. Piu. 1000 Erfahrungspunkte. Ja. Und weil wir jetzt Stufe 2 hatten in der Verfolgung, noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommen. Damit sind wir schon Level 2. Easy. Nächster Morgen. Schon hunderte Views. Wir? Guck, wen ich hier hab.
Oh, hey. Hunderte Views. Läuft bei dir. Große Tour mit dir durch, ha? Das ist deine Schwester? Ach, nur zur Info. Oh. Wenn Racing bedeutet, am Ende in einem Streifenwagen zu hocken, ist kritisch. Der perfekte Guide. Ist kritisch. Immerhin bin ich nicht derjenige, der schon mal gesessen hat. Ey, das hat mich echt verändert. Ja, ich weiß. Du bist langweilig geworden. Jeder andere, der seine Crew verliert, würde sicher aufgeben. Oder wieder aufs College gehen. Vergiss es, Mann. Und meine Crew waren alles Schlappschwänze. Aber ich glaube, das wird sich jetzt ändern. Ja, genau, das glaube ich. Alter, was ist das für ein Handy? Das sah aus wie ein Dingens, ein Huawei oder so. Cops greifen jetzt hart durch. Oder ein Samsung. Ich weiß alles über die Cops. Papi hat denselben Vortrag gehalten. Dann halte ich auch dran, Micha. Was? So wie du? Wie Micha? Ich dachte, ich heiße Anna. Wo wohnst Wir nennen die einfach El Granate, okay? Dann ist das einfacher. Hier schläft immer irgendwer. Sicher? Pack dich auf eine Couch. Sei unser Gast. Sauber, nicht mehr obdachlos. Jetzt rennt's richtig bei uns. Wir haben ein neues Auto geschenkt bekommen. Wir haben eine geile Kachbar am Start. Wir haben einen neuen Kumpel am Start. Wir haben Geld bekommen. Und wir haben ein Haus. Läuft. Und da sind wir in der Garage. Glückwunsch, Schuhsticker. Dankeschön. Ja, weiter. Leute, das Video ist schon viel länger, als ich dachte. Danke für dein Follow, Digga. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss erstmal reinkommen. Ich will jetzt auch gar nicht so viel sagen, aber was ich sagen kann ist, du hast safe Need for Speed Payback Flashback. Wer das Spiel gezockt hat und der das hier spielt, wenn du die Augen zumachst, bist du in Payback. Das ist irgendwie, man merkt das einfach. Naja Leute, ich würde sagen, ich zock noch ein bisschen weiter und dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Ja, Leute, was soll ich sagen? Am besten, ihr schreibt jetzt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich werde mich erstmal so ein bisschen zurückhalten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao.